Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus Busoi zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Ja, willkommen in Russland. Wir sind heute mal unterwegs mit dem Kamaz 5460. Den hatte ich ja schon mal vorgestellt und dann dachte ich mir, klar, komm, mit der Karre machen wir mal eine Tour. Aber aufpassen, er ist verdammt laut. Ich habe nichts eingestellt, sonst wirst du ja blöde. Ja, okay. Heute bin ich alleine ohne Edeltraut, aber dafür mit ganz viel Power hier. Wir sind unterwegs und fahren hier ein paar Stachelträger und ich hoffe, ihr hört mich noch. Wenn nicht, dann, ja, dann ist es heute mal so und wir können es ohnehin ändern. Oh, jetzt mal rum mit der Olga. Ja, auf der Promo 2.50 sind wir. Wir werden, glaube, Richtung Monster zu fahren. Naja, die war halt nicht so viel Power auf der Brust hier, der LKW. Insgesamt fahren wir heute 250 Kilometer. Das könnte durchaus ein bisschen länger gehen, gerade in Bezug auf, dass wir mit dem LKW nicht so richtig aus dem Käse kommen. Schön eine fette Stahl. Rohre transportieren wir heute hier. So muss es sein. Ach komm, Baby. Fahrt rum. Gebt euch Mühe. Na gut, rum mit der Olga. Ach. So, ja, wie gesagt, den LKW hatte ich ja vorgestellt. Und ich denke mal, ich werde dieses Video am Donnerstag euch präsentieren. Ich bin. Oder. Wo ich dieses Video aufnehme, ist jetzt der 6. Ja, um 0.38 Uhr. Hm. Wie? Was? Ja, ich mache Nachtschicht. Aber dazu habe ich bestimmt schon was erzählt. Und. Ui. Das geht ja ordentlich ab, Baba hier. Ui. Ah, ja, da war ein bisschen hier. Losmachen. Was das hier für Straßen sind. Es ist auch mal wieder schön, hier oben im russischen Teil unterwegs zu sein und dennoch mit so einem Oldschool-Truck. Man hat ja jetzt, wie gesagt, noch keine russischen LKWs hier im Spiel. Und ich könnte mir das natürlich auch vorstellen, aber gibt es halt immer wieder diese Leute, die sagen, die sollen da lieber einen anderen LKW reinmachen. Warum nicht? Polizei. Oh. Der macht aber ordentlich Banane, wenn ich mir das hier so angucke. Macht er das ganz ordentlich? Wieder richtig lustig hier. Vielleicht Licht an? Ja, Licht habe ich an.
Mann, ey. Hier geht's schon wieder rund. Na, jetzt merkst du aber wirklich, dass er doch nicht so zieht, wie man sich das vorstellt. Aber was willst du machen? Da hilft kein Sabbeln und kein Schnaufen. Oh, Baby, fehlt im Badewasser saufen. Los, Baby! Was fahren wir denn? Wir fahren ein bisschen mehr als 40. Nee, weniger als 40. Naja, was willst du machen? Wir haben ja nur noch 221 Kilometer. Gar kein Problem. Wir machen gerne Überstunden. Das läuft doch. Oh, aber vielleicht kommen ja doch mal solche LKWs. Aber bevor hier so ein Karma-Truck irgendwie ins Spiel kommt, denke ich mal, wird es eher so ein LKW geben wie Ford. Ja. Oh ja, Flixbus. Alter Lackierung noch. Die fahren auch hier in Russland rum. Also die richtig grünen, die grünen Flixbusse, denke ich mal, werden nicht in Russland rumfahren. Gehe ich nicht davon aus. Warte mal, was kann man denn hier auf dem Bordcomputer noch sehen? Die Geschwindigkeit, den Verbrauch 65 habe ich eingestellt. Wie viel Liter? Über 2000 Kilometer könnte ich noch fahren. Fast 100 Liter Durchschnittsverbrauch. Ich habe mal 70 reingemacht. Ich hoffe, dass es nicht schnell ist. Ja, denke ich mal. So, ich denke mal, den schwersten Aufstieg haben wir jetzt geschafft. Das ist ja wirklich... Puh! Da haben auch die modernen LKWs schon einiges zu tun. Ist ja jetzt nicht so, dass die Russen keine LKWs bauen können. Ne? Das ist halt nicht mehr so auf der Zeit. Gerade moderne LKWs, die haben ja dann noch europäische oder westeuropäische Technik dran. Ne? So, wo sind wir denn jetzt hier? Ich glaube, die haben hier oben, die Jungs von der Promons, auch ein bisschen was verändert. Bin mir aber jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher. Was ist hier los? Oh. Boah, da steht die Polizei. Der macht aber auch einen Krach, der LKW, oder? Eingestellt und ich gehe nicht davon aus, dass so ein LKW überhaupt ein Tempomat hat. Aber ich habe manchmal so einen, wer kennt es, auf diesen üblichen verdächtigen Sendern, wo halt was für Männer kommt. Da sind halt auch manchmal so eine Filme wie wie sie durch Russland oder so fahren, ne? Mit so einer alten Karmas Trucks. Es gibt ja auch manchmal so eine Treffen überall. Und da werden dann halt auch so Geländefahrten gemacht. Kommt auch mal so ein LKW im Vorschein. Eieieiei, das war jetzt aber echt ganz schön knapp von mir. War ich denn hier rüber? Was ist hier schon wieder los? Ach, hier gibt es einen Checkpoint? Aha. Hier gibt's mitten irgendwo einen Checkpoint. Ja, okay. Wir sind hier eben der ganzen Sache hier nicht so hundertprozentig sicher, ne? Druschbar. Roboter, Maximum Roboter.
endlich wieder LKW fahren. Ich fühle mich so frei. Aber ankommen sind erstmal ordentlich Wodka trinken. Ach, warum denn? Warten, bis ich angekommen bin. Wir können doch mitten bei der Fahrt Wodka trinken. Ach, verdammt nochmal, jetzt ist ja noch eine Baustelle. Aber wie man das aus den Filmen sieht, ne, dann Dashcam-Videos aus Russland, ist immer sehr, sehr amüsant anzuschauen. Da kann man durchaus mal gucken, wie die Straßenverkehrsordnung in anderen Ländern ist. Schick. Ja, 30 km/h tuppeln wir hier den Berg hoch. Die ganze Schnee bedeckt die Berge. Aber solche LKWs fahren dort immer noch rum, ne? Mal solche LKWs hier, wie ich das jetzt hier fahre, ist immer noch ein gewisser Prozentsatz unterwegs. Und das bedeutet, dass ein Rückgrat der russischen Wirtschaft ist oder der Logistik dieses Fahrzeug. Und zur damaligen Zeit war der jetzt nicht so schlecht, würde ich jetzt mal meinen. Ja. Hier man die ganzen normalen Knöpfe, Rundinstrumente, ja, ich sag mal gerne Baumarktknöpfe, ne? Einfach mal so klick, klick, aber es läuft denn. Was jetzt bei den ganzen Touch-Dingern, da bin ich ja mal ein bisschen zwiegespalten. Muss man ja auch nicht immer alles haben. Aber hier so ein ordentlicher schöner Knüppel oder ein Schalter und klack. Mit noch so ein Feedback oder ein Geräusch, dass man das umgeändert hat, finde ich jetzt nicht schlecht. Hat hier, man sieht ja jetzt hier auf der Seite, was hat man denn hier? Lüftung, ja. Dann ist hier zwischen rechten und linken Tank wahrscheinlich dann noch zusätzlich Lampe unten. Ja, Differential. Hier noch so ein komischer Schalter wegen der Spannung wahrscheinlich. Hier noch ein paar Warnschalter. Das war's. Also es ist nicht viel, ne? Aber reicht zu. Da sollte man lieber ein bisschen auf die Straße achten, ne? Ach, gucke an, nur noch 90 Kilometer. Der prügelt sich hier durch die russische Pampa. Guck euch das mal an, das sieht doch. Hier wieder so schön mitfedert. Herrlich. Ordentlich, hier wird uns hier kein russischer Bär hier über Misha, weißt du? Misha der Bär über die Straße rennen. Wäre natürlich dann ungünstig. Brauchen wir jetzt nicht. Oh, hier ist eine Rampe. Habt ihr das gesehen? Was sind wir denn hier? Das sieht aus wie so eine alte Kaserne. Ach, guck mal an, hier steht überall noch so ein Panzer rum. Ja, ja, wir haben es geschafft. Was ist, wenn ich den LKW jetzt hier hinstelle? Fliegt denn das Spiel komplett auseinander? Ja, wir sind alle festgenommen. Ah.
Autos hier oder die ganzen Panzer hier. Lustig. So, jetzt haben wir das Problem. Jetzt haben wir hier andauernd hier irgendwelche anderen Fahrzeuge. Was mit dem hier? Ja, manchmal backt das hier so ein bisschen rum. Die gucken sich jetzt den Panzer an. Ah, Security, ja, 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 den Panzer geklaut. So, wir lassen mal die Feuerwehr hier rumfahren, die Polizei. Und jetzt. Hört aber jetzt los hier. Wir haben noch ein paar Kilometer, 70 Kilometer. Ich find's lustig. Das liebe ich. Ich liebe solche kleinen Szenen. Aber wirklich, ohne Ende. Hier überall ist was zu sehen. Überall kann man mal ein Auge machen. Hier wird gebaut. Dann steht da irgendwo noch ein alter Lada Niva rum. Ne? Das ist sehr hübsch hier. Also. Cool. So, wir sind gleich auf 70 wieder. Mehr machen wir nicht. Wir wollen dem Alten auch nicht gerade, naja. Oh, jetzt will mich jener überholen. Naja, probier's. Also, ich bremse nicht, ich bin in Russland. ja, wie gesagt, man ist ja hier so gut wie gar nicht unterwegs und ich denke, den einen oder anderen wird die Folge hier bestimmt auch gefallen und sagen, ey, ja, da könnte man ja durchaus mal langfahren. Vielleicht fällt mir ja selber noch was auf, was mir jetzt in dem Moment jetzt nicht aufgefallen ist. Ja, man muss ja auch sagen, wenn man hier ein Video macht, dann ist man immer so ein bisschen auf der Flucht. Da guckt man immer so ein bisschen auf die Zeit und durch das Reden sieht man vielleicht was, aber das nicht so richtig, ja, man merkt es vielleicht nur im Unterbewusstsein. Hier ist zum Beispiel wieder irgendwas passiert, meine Güte. Naja, ne, aber was alle dabei haben, ist eine Dashcam. So. Macht er gut, der Truck, macht er echt gut. So, na dann, Olga. Wir haben es gleich geschafft. Oh. Wirklich? Also, von optischen her kann man das auf jeden Fall ein Däumchen geben. Ach, guck an, jetzt müssen wir hier runter. Bleiben wir auf der Fahrbahn. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie abfahren. Oder? Ne, wir fahren doch mal rüber. Hier ist erstmal nichts. Wir müssen noch ein bisschen weiter. Murmansk. Ah ja. Da sehen wir schon die Skyline von. Oh, guck mal hier. Jumbo. Ja, zu dem Thema wird es auf jeden Fall dir auch noch mal ein Video geben. Oder habe ich schon gemacht. Aber kommt erst am Sonntag. So. Dann sind wir ja gleich im Murmansk. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, aber ihr wisst, was ich meine. Können wir noch ganz kurz hier rüber. Diese übelst lange fette Brücke. Für alle, die aus der Ecke kommen. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ja gut, schöner Wohnen ist es jetzt nicht, ne? Ja, mit dem Blöcken, aber ich mag diesen Style. Dieses Ure hier, dieses Lost Places, ne?
bloß da wohnen noch Leute drin. Also makaber. So, na, Volvo. Ich habe hier Russenstahl verarbeitet hier. Ja, da steht schon wieder ein Panzer. Schön wieder T-34, 85, ne? Wird doch ein 85er sein, also nicht Länge der Kanone. Oder Durchmesser? Kaliber? Was war denn das? Ich glaube, das war das Kaliber gewesen. Okay, wir sind hier. Wir müssen jetzt gleich hier gleich abbiegen. Das ist auch wieder sehr interessant. Stimmt, hier bin ich schon mal lang gefahren wegen den Abschnitt. Ja. Ach, herrlich. So gefällt mir das. So kann man auf jeden Fall mal eine Tour machen. Ach, guck an. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Scheiben da unten gehen. Das will ich gar nicht probieren. Wir werden aber jetzt, weil es schon wieder spät ist, müssen wir jetzt leider mal ein bisschen schneller einpacken. Aber ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Wir werden das definitiv wieder im Livestream machen. Wenn alles gut geht, werde ich morgen da wieder agieren. Oder so, ja, schauen wir mal. Ich bin aber erstmal raus, wünsche euch was und lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ich bin raus, haut rein, macht's gut, bye bye.